Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf dem Informationsportal des Brustgesundheitszentrums Hamburg. Das Brustgesundheitszentrum Hamburg hat sich zur Aufgabe gemacht, von Brustkrebs betroffene Frauen flächendeckend und heimatnah zu versorgen. Wir stellen Ihnen hier aktuelle Informationen zur Verfügung rund um das Thema von der Vorsorge über Behandlungsmöglichkeiten bis hin zur Nachsorge. Brustkrebs ist in Deutschland sehr stark verbreitet, das heißt 55.000 Frauen erkranken etwa pro Jahr neu daran. Und wir steigen jetzt sehr tief mitten in die Materie ein. Und zwar geht es um das Thema Brustaufbau nach Krebs und den plastisch-operativen Möglichkeiten. Zu Gast habe ich zwei plastische Chirurgen und Chefärzte, einmal Dr. Klaus Müller vom Standort Wandsbek und Dr. Jörg Elsner vom Standort St. Georg des Brustgesundheitszentrums in Hamburg. Schön, dass Sie beide gekommen sind. Gerne. Ich würde mit Ihnen gerne ein Rollenspiel machen. Das heißt, ich schlüpfe in die Rolle einer betroffenen Patientin mit ganz konkreten Fragen. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich habe also aktuell eine Krebsbehandlung hinter mir. Mir ist eine Brust amputiert worden. Und ich habe jetzt den Wunsch, wieder als Frau mich zu fühlen und auch so auszusehen. Ist das möglich? Ich sag mal ja. Also mit den ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, die wir haben, können wir die Brust eigentlich wieder so wiederherstellen, dass sie zumindest im angezogenen Zustand sich als normale Frau wieder fühlen. Und auch eigentlich im entkleideten Zustand haben wir heute die Möglichkeiten, das wieder so herzustellen, ja. Also welche Möglichkeiten gibt es? Also da muss man sagen, hat sich eigentlich in den letzten Jahren eine wirklich sehr, sehr erfreuliche Entwicklung breit gemacht in Deutschland, gerade in der plastischen Chirurgie. Während man früher eigentlich versuchte, nach einer Brustimplantation die Haut zu dehnen, um dann zum Beispiel eine künstliche Prothese wieder einzubringen, hat sich dann über Eigengewebeentwicklungsmöglichkeiten in der operativen Therapie eigentlich eine sehr große Möglichkeit, individuell für Patientinnen Möglichkeiten zu finden, eine wieder sowohl von dem Gefühl her wie vom Aussehen optimale Rekonstruktion zu gewährleisten. Eine Rekonstruktion, das heißt, ich nehme Gewebe von einer Stelle und benutze das, um die Brust sozusagen wiederherzustellen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, rekonstruieren heißt ja wiederherstellen sozusagen. Mhm. Es fehlt an Ihrer Brust sozusagen, Ihnen fehlt ja eine Brust, das heißt, es fehlt das Brustvolumen, es fehlt die bedeckende Haut und es fehlt die Brustwarze an dieser Brustseite. Mhm. Und all diese drei Punkte sozusagen können wir wiederherstellen, indem wir von einer anderen Stelle des Körpers diese Gewebekomponenten uns klauen, in Anführungszeichen, und zwar so, dass der Schaden, den man dort anrichtet, möglichst gering oder gar nicht groß ist, um daraus dann wieder eine eigene Brust am richtigen Ort zu basteln. Zu basteln, okay. Jetzt verraten Sie mir mal, wo holen Sie diese Komponenten in meinem Körper her? Kann man die überall herholen? Also ich kenne eher so mal früher immer Oberschenkel oder also da, wo viel Haut ist, kann man viel wegmachen. Ist das heute immer noch so oder können Sie mittlerweile zaubern? Zauber noch nicht ganz, aber es geht schon in die Richtung. Es ist zumindest sehr erfreulich. Was ich eben erwähnte, was früher viel mit Implantaten gearbeitet wurde. Sie können sich vorstellen, wenn das Brustdrüsengewebe entfernt wurde aufgrund von Brustkrebs und nur eine dünne Hautschicht oder ein Hautmantel übrig geblieben ist und man nimmt darunter ein Implantat, ist das natürlich von der natürlichen Form nicht optimal. Man sieht es, man spürt es, das ist für die Frauen eigentlich unbefriedigend geworden. Und man ist dann irgendwann einen Schritt weiter gegangen, das zu kombinieren, indem man zum Beispiel ein Implantat genommen hat und gleichzeitig von dem Rücken zum Beispiel einen Muskel genommen haben, in dem Fall den Latissimus-Muskel, der dann als sozusagen Schicht jetzt über helfen den Muskel. Sie mir kurz, Latissimus, das wir sind ist nicht der alle schöne so Muskel, den die Frauen schön finden, wenn die Männer Klimmzüge machen. Das ist dann was also ist hier so hin. Richtig. Okay. Und das ist halt im Endeffekt, den kann man dann zusätzlich nehmen. Das ist eigentlich der klassische Weg der Brustrekonstruktion gewesen. Und darüber hinaus hat sich dann in den letzten Jahren die sogenannte freie Lappenplastik etabliert. Das heißt, sie nehmen wirklich, wie Sie sagten, von einer bestimmten Stelle des Körpers, sei es der Bauchraum, sei es der Beinraum, aber auch vom Gesäß, Gewebe, was definiert durch ein Blutgefäß versorgt wird, und dieses Blutgefäß, was sehr, sehr klein ist und mit dem Auge oft nur schwer erkennbar, wird dann unter dem Mikroskop an einer anderen Arterie des Körpers, in diesem Fall an der Brustwandarterie zum Beispiel, angeschlossen und dementsprechend daraus dann die neue Brust geformt. Also das heißt, dass ich das jetzt richtig verstehe,
Wie groß ist das, was Sie mir dann am Hintern, an dem Oberschenkel rausschneiden? Ist das so groß? Ist das so klein? Ist das also so dünn? Also es ist so groß, dass Sie, je nachdem, wo Sie es nehmen können, zwischen einem B- und einem C-Körbchen eine Brust rekonstruieren können. Das heißt, im Endeffekt brauchen Sie kein Brustimplantat mehr, so viel Gewebe. Der Klassiker oder der Goldstandard ist mittlerweile aus dem Bauchraum zu nehmen. Und da ist es natürlich sehr von abhängig, wie die Patientin von der Physiognomie her gebaut ist, ob sie jetzt sehr schlank ist, ob sie ein bisschen kräftiger ist. Und dementsprechend variiert dann natürlich dann auch die Form und die Größe des Brustvolumens, was wir wieder herstellen können. Also jetzt einfach mal zum Vergleich. Wenn die jetzt weg wäre, wie viel müssten Sie bei mir rausschneiden? Optimal wäre genauso viel letztlich wie weg ist. Was man anstrebt, okay, ist ja in der Regel, dass man die gesunde Brust als Maß der Dinge nimmt sozusagen, mhm, und versucht, die entfernte Brust wiederherzustellen, zu rekonstruieren, mhm, in Form und Größe wie die gesunde Brust. Wobei man da auch, das ist individuelle Absprache sozusagen, mit der Frau eben sprechen kann oder muss, wenn die Frau sagt, meine gesunde Brust ist mir sowieso schon immer eigentlich zu groß und hängt auch ein bisschen. Kann man das in einem mitkorrigieren, dann planen wir das entsprechend mit ein, dass wir dann entsprechend die gesunde Brust eventuell verkleinern und oder straffer machen und dann die neue Brust sozusagen auf dieses Maß neu konstruieren. Das heißt, Gewebemenge, die man an einer anderen Körperstelle wegnimmt, ist schon ein ordentlicher Anteil, also nicht, wie Sie eben gezeigt haben, so ein bisschen, sondern man muss die gesamte neue Brust als Volumen irgendwo wegnehmen. Und das ist eben auch das Problem, das muss ja irgendwo sein. Ja, das heißt also, es gibt da keine Standards, sondern es sind immer individuelle Lösungen, abhängig davon, wie die Frau, die vor einem sitzt oder steht, wie sie gebaut ist, wo sie ihre Überschüsse hat. Und wie die Blutversorgung in den entsprechenden Regionen ist. Also man kann nicht von überall am Körper das Gewebe nehmen. Also das Wichtige ist, ich brauche irgendwo eine Arterie, die ich anschließen kann, damit es versorgt ist. Bei den freien Lappenplastiken. Richtig, bei den freien Lappenplastiken, mhm, okay. Also sprich bei den Sachen, die ich selber von einer fremden Stelle des Körpers an eine andere Stelle sozusagen transferiere. Genau. Das heißt aber auch sozusagen, wenn Sie jetzt hier ein Stück rausnehmen, sieht man den Schnitt dann oder ist das unter der Haut, was Sie rausnehmen können oder ist das Haut, also wirklich Haut, die man sieht? Es ist nicht nur Haut, es ist Haut mit dem Unterhautfettgewebe, wie das so schön heißt. Und das wird dann nochmal von einer Faszie, das ist also eine Begrenzung, eine richtige Gewebseinheit, wenn Sie so wollen, wird das komplett entnommen. Und wir versuchen das natürlich so zu machen, dass es möglichst der Hebedefekt, wie wir das nennen, dass der möglichst gering ausfällt. Das bedeutet also zum Beispiel, bei dem Bauchlappen, den ich erwähnt habe, versuchen wir das in die Bikini-Zone hineinzunehmen. Dass Sie natürlich, Sie können heute nicht ohne Narben operieren, aber Sie können die Narben so gestalten, dass sie möglichst wenig auffallen und dass sie für die Patientinnen nicht belastend sind. Oder wenn wir das vom Bein nehmen, wird es auch versucht, in den Schritt hineinzumachen, beziehungsweise in die Scham auch hineinzumachen, dass halt da die Narben wirklich nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar sind. Mhm. Das heißt aber, da gehört eigentlich sehr, sehr viel Bastlertum dazu, wenn ich das jetzt so höre. Also Arterien anschließen und so, das hört sich für mich an wie Lötkolben. Und also wie viel Risiko ist da auch dabei? Also ich meine, wenn ich mir das anhöre, okay, du nimmst hier was weg, das kann ich mir ja noch vorstellen, aber Arterien miteinander verbinden, ja, Muskeln einfügen, ist das nicht sehr gefährlich? Jein. Also es sind relativ aufwendige und große Operationen, keine Frage. Das heißt von der Zeit, grob, wenn Sie... Unterschiedlich zwischen 3 bis 8 Stunden, je nachdem. Okay. Ja. Man muss eben das Gewebe an der anderen Körperstelle entnehmen, sodass der Flurschaden dort möglichst gering ist, muss zu- und abführendes Blutgefäß mitnehmen, muss das Gewebe dann an die Brust bringen und muss dort erstens aus dem Gewebe, was ja nicht die Form einer Brust hat, eine brustähnliche Form aber bilden, das ist das eine, basteln. Und man muss dafür sorgen, dass die abgetrennte Durchblutung wiederhergestellt wird, damit dieses Gewebe eben überlebt. Und
Das ist das Aneinandernähen von Blutgefäßen. Das passiert unter Mikroskop. Das sind sehr feine Blutgefäße teilweise, die unter dem Operationsmikroskop genäht werden. Das ist auch das, was das Risiko in sich birgt sozusagen. Also das Hauptrisiko ist, und das liegt durchaus bei diesen Eingriffen bei unterschiedlich 2 bis 5%, dass eben dieses Gewebe, also dass diese Methode aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dass es zu Störungen in der Durchblutung dann letztlich doch kommt, die im Extremfall dazu führen, dass das Gewebe komplett verlustig geht sozusagen. Mhm. Und wie polstern Sie auf? Also ich sag mal, wenn Sie jetzt Gewebe entnehmen, ist das alles das entnommene Gewebe, mit dem Sie auch aufpolstern können, oder müssen Sie da noch was anderes einfügen? Also bei den freien Lappenplastiken ist das normalerweise das, was ausreicht und das, womit wir dann auch arbeiten und die Brust rekonstruieren. Mhm. Was Herr Müller sagte, ist natürlich ganz wichtig. Es sind lange, es sind aufwendige Operationen, das muss man mit den Patientinnen auch ganz offen besprechen. Aber es birgt auch eine große Chance für die Patientinnen. Ein Beispiel natürlich negativ zu erwähnen, wenn der Lappen verlustig wird. Das bedeutet also, wenn diese Operation nicht funktioniert hat, dann ist im Endeffekt auch die Brustrekonstruktion natürlich für den ersten Moment nicht erfolgreich gewesen. Aber wenn es klappt, haben wir sogar oft auch von den Patienten eigentlich noch einen netten Nebeneffekt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aus dem Bauchgewebe Gewebe nehme, um eine Brust zu rekonstruieren, mache ich damit gleichzeitig auch eine Bauchstraffung. Und das sind natürlich auch Patientinnen, die da zum Teil sehr glücklich drüber sind. Also insofern muss man sagen, es hat oft auch Erfolge neben dieser eigentlichen Brustoperation für die Patienten. Sie hatten jetzt sozusagen, es gibt mehrere Lappen, wenn ich sozusagen Ihren Worten folgen darf. Was sind die anderen Lappen? Sie können das zum Beispiel aus dem einen Muskel, das ist aus dem Bein, wo Sie eine, Sie müssen sich ja so vorstellen, von einer Blutgefäß geht kleinere Blutgefäße zu dem Muskel und von dem Muskel wiederum kleine Blutgefäße zur Haut, sodass das funktionell eine Einheit ist. Das heißt, Sie können die Haut mit dem Muskel und dem zuführenden Blutgefäß absetzen und woanders wieder anschließen. Und das bedeutet in dem Fall, Sie können einen Muskel zum Beispiel aus dem Bein nehmen mit einer Hautinsel, die Sie dann auch wieder die Brust mit formen können. Das Gleiche gilt auch für zum Beispiel einen Lappen, der auch relativ angesehen und angewendet wird. Das ist der sogenannte S-Gap. Das ist ein Lappen, den Sie aus einem Gefäß aus dem Gesäß nehmen. Also ein isoliertes Gefäß mit einem Unterhautgewebe und der Hautinsel aus dem Gesäß wird genommen und kann auch eine Brust gemacht werden. Das heißt, wir haben da wirklich eine Menge Möglichkeiten. Gerade diesen Muskel nimmt man zum Beispiel bei sehr schlanken Patienten, wo ich aus dem Bauchraum keine Möglichkeiten habe, oder bei einer voroperierten Patientin, die jetzt zum Beispiel schon mal Kinder bekommen hat, Kaiserschnitt, da ist durch Narben ein großes Risiko, dass die Blutversorgung nicht optimal ist und da müssen Sie auf einen Alternativlappen ausweichen. Und dann bietet sich dieser Gesäßlappen oder auch aus dem Bein dieser Muskellappen an. Nur als Beispiel genannt, aber es gibt darüber hinaus noch andere. Ich würde ganz gern einen Schritt nochmal zurück, weil ich das für wichtig halte. Sie hatten gefragt, ob man das Gewebe dann noch irgendwie aufpolstern oder auffüttern muss. Das ist genau das, was wir nicht wollen und auch, ich sag mal, in 99% der Fälle mit dem eigenen Gewebe erreichen, dass wir nämlich die neue, rekonstruierte, die wiederhergestellte Brust wirklich zu 100% aus nur durchblutetem eigenem Gewebe dann letztlich als Endergebnis haben, ohne Fremdmaterial, ohne Fremdkörper drin und man damit eben die ganzen Nachteile, die man mit den Implantaten eben hat, von Abkapselung und Fremdkörpergefühl und Kältegefühl und all diese Sachen, die hat man dann eben nicht, die kann man damit vermeiden. Das ist also eigentlich unser angestrebtes Ziel. Es gibt ganz selten Einzelfälle, die gibt es durchaus, wo einfach nichts zu holen ist oder nichts in ausreichender Menge zu holen ist. Wenn also eine Patientin aus welchen Gründen noch immer extrem schlank und ja fast dürr ist, sage ich mal, da kann man eben nicht ausreichend Volumen oft gewinnen und da muss man dann einmal die Kombination, die uns immer so ein bisschen Bauchweh macht, also eigenes Gewebe plus eventuell ein kleines Implantat, um dann doch Volumen zu bekommen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Die Art, die Sie beschrieben haben, ist ja sehr fortschrittlich und sehr modern, können auch noch nicht alle Kliniken anbieten und machen. Ja. Was ist der Vorteil oder vielleicht auch eher nur der Nachteil von Implantaten? Also ja, schießen Sie los. Also das ist natürlich erstmal ein Fremdkörper, das muss man dazu sagen. Und das ist auf Silikonbasis. Es gibt mittlerweile die dritte Generation, seit die eingeführt wurden. Die sind, also was vorher ein Problem war, dass auch irgendwelche Rupturen standen, das ist also heute nicht mehr. Rupturen, das heißt, dass die Implantate gebrochen sind zum Beispiel, okay. Dass man Angst hatte, dass Silikon aussieht. Das ist heute alles nicht mehr der Fall. Aber es ist ein Fremdkörper. Und was bei einer ästhetischen Operation, wenn Sie zum Beispiel als Patientin zu uns kommen, die eine Brustvergrößerung möchte, durchaus sinnvoll ist, denn Sie haben viel Brust,
Drüsengewebe, Sie haben eine Muskulatur noch, wo man dieses Implantat drunter legen kann, fällt es nicht so auf. Aber wenn Sie jetzt eine Brustkrebspatientin sind, ist dieses Gewebe entfernt worden, weil Sie ja Brustkrebs hatten. Und dann ist es in der Tat so, dass Sie nur eine dünne Schicht haben an Haut noch und darunter fällt es dann als sehr unnatürlich auf. Was vom Körper eigentlich gewollt ist und was auch natürlich ist, dass so eine gewisse Abstoßungsreaktion stattfindet, denn sonst müssen Sie sich vorstellen, würde das Implantat nicht in seiner Lage bestehen bleiben, wie es von uns eingebracht wurde. Es wird eine gewisse natürliche Kapsel vom Körper drum gebildet, dass es nicht verrutschen kann. Mhm. Manchmal ist es aber so, dass diese Reaktion überschießt. Ähnlich wie bei Allergien müssen Sie sich das vorstellen, wo das Immunsystem überschießt. So wird es da auch eine überschießende Reaktion. Und dann kommt es zu einer sogenannten Kapselfibrose. Das ist Einziehungen, das gibt so narbige, derbe Stränge, die sehen nur nicht schön aus, sondern die können auch äußerst schmerzhaft sein und für die Patientin sehr belastend. Und diese gefürchtete Komplikation haben Sie halt mit Eigengewebe nicht. Ich kann das, was Herr Müller sagte, nur unterstützen, weil das eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass dieses Eigengewebe auch mit dem, das ist ja eigenes Gewebe, was auch normal mit altert. Das heißt, es wird vom Körper als eigenes Gewebe auch akzeptiert. Es fühlt sich an wie eigenes Gewebe, es ist eigenes Gewebe, es altert mit Eigengewebe. Und das ist eigentlich der große Vorteil dieser Technik. Ich kann auch, wenn ich dann operiert bin mit diesen Eigengewebsbrüsten, kann ich sozusagen genauso angefasst werden wie früher. Ich muss nicht sozusagen meine Busen unter Naturschutz stellen, weil irgendwas drin ist, was da eigentlich nicht reingehört. Sehe ich das richtig? Absolut. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wie lange muss ich denn nach einer Krebserkrankung warten, bis ich denn überhaupt so einen großen operativen Eingriff vornehmen kann? Also wir sprechen heute von der sogenannten Primärrekonstruktion oder der Sekundärrekonstruktion. Primär heißt, dass man der Frau sozusagen die Phase ohne Brust komplett erspart, dass man also in der gleichen Operation, in der die Brust entfernt werden muss, schon die Rekonstruktion macht, sodass die Frau praktisch einschläft und während sie schläft, die kranke Brust entfernt wird und in gleicher Sitzung, in gleicher Operation die neue Brust rekonstruiert wird. Das kann man durchaus in einigen Fällen kann man das machen, ist natürlich eine Psychologie oder von der psychologischen Belastung für die Frau erspart es einiges. Mhm. Die häufigste Variante ist jedoch heute immer noch die sogenannte Sekundärrekonstruktion. Das heißt, es wird erst die Brust entfernt, es wird dann auch die notwendige zusätzliche Behandlung, sei es Chemotherapie, sei es Bestrahlung und so weiter, was notwendig ist, wird gemacht. Und wenn diese Verfahren abgeschlossen sind und die Tumorerkrankung sicher behandelt und sicher im Griff ist sozusagen, dann kann man sich dann dem zweiten Problem, nämlich der fehlenden Brust, widmen und dann die Rekonstruktion beginnen. Was sind denn die Voraussetzungen, dass Sie es gleich, ich sag mal, in einem Aufwasch machen können? Und beziehungsweise, was hindert Sie dann, dass Sie sagen müssen, wir müssen es im zweiten Schritt machen? Was sind denn da die Voraussetzungen dafür? Also Brustkrebs ist natürlich jetzt ein Schlagwort, aber es gibt natürlich nicht den Brustkrebs. Es gibt verschiedene Arten. Das heißt, der Brustkrebs kann sich von der Größe her unterscheiden, wie groß er ist. Er kann sich unterscheiden, ob schon Lymphknoten befallen sind, ob andere Dinge schon aber vermetastasiert hat. Da gibt es noch sehr viele medizinische Dinge, wo wir auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Das heißt, da sind Gynäkologen mit an Bord, da sind Strahlentherapeuten, Pathologen. Und in so einer Konferenz wird eigentlich festgestellt, wie als Behandlungsschema individuell für jede Patientin aufgrund der Tumorart, die sie Patientin hat, der Größe, des Ausbreitung, wie sie sich ausgebreitet hat, etc. Und in diesen Tumorkonferenzen wird dann auch festgelegt, was zum Beispiel noch an Therapie nach einer Brustoperation, sei sie jetzt brusterhaltend oder wo auch die Brust abgenommen werden muss, was an Nachtherapie nötig ist. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Krebstherapie an oberster Stelle ist, also dass die Heilung der Patientin an oberster Stelle ist. Und dann kann sicherlich in einem Intervall, wo dann die Dinge wie zum Beispiel eine Chemotherapie oder auch eine Bestrahlung abgeschlossen sind, dann die Brustrekonstruktion erfolgen. In einigen Fällen ist es so, dass der Brust so geartet ist, dass diese Chemotherapie oder Bestrahlung nicht nötig ist. Dann kann man zum Beispiel direkt eine Rekonstruktion machen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell und das ist sehr komplex auch das Thema. Mhm.
Und dann bekommt man natürlich die schönsten Ergebnisse letztlich, wenn man zum Beispiel die gesamte Brusthaut, die Originalbrusthaut erhalten kann bei der Tumoroperation. Das heißt, man hülst quasi das Tumorgewebe oder das Brustgewebe aus und kann aber die äußere Hülle, also die Haut, kann man erhalten. Es gibt solche Tumorarten, da geht das. Und dann bringt man das eigene Gewebe von woanders rein als Füllung sozusagen in diese ausgeräumte Höhle. Dann bekommt man langfristig das schönste Ergebnis, weil bei allem, was wir machen und tun, wir können, wenn die Brusthaut komplett mit entfernt wurde und wir ersetzen dann das Ganze durch Bauchhaut oder Haut vom Gesäß oder wie auch immer, das kann jeder feststellen, der sich mal vorm Spiegel genau anguckt. Haut ist nicht gleich Haut, die ist in verschiedenen Körperregionen anders und Brusthaut, die so von der Textur und vom Aussehen, vom Gefühl und so weiter, gibt es nur an der Brust. Und wenn wir den Bauch an die Brust bringen, dann können wir die Form nachahmen und so weiter. Aber die Haut ist trotzdem anders, als sie vorher mal war. Wie viel sieht man denn dann von der Operation nachher noch an der Brust? Verschlüpfen die Nähte sozusagen oder habe ich das immer sichtbar? Sie haben natürlich Narben. Und das hängt halt, was Herr Möller sagte, sehr davon ab, wie hautsparend die primäre Entfernung des Tumors war. Wenn sie dann eine große Hautbrücke belassen wurde, können wir auch viel von dem Unterhautgewebe als Füllung nehmen und können diesen eigentlichen Hautstreifen vom Bauch sehr klein lassen. Und dann wird auch nur eine kleine Narbe da bleiben. Wenn natürlich viel Haut entfernt wurde oder auch die Patientin bestrahlt wurde, dann hat die Haut eine oft schlechtere Qualität. Dann wird die etwas härter und dann müssen wir auch in der Tat mehr entfernen und auch mehr Haut dann wiederum transplantieren. Und das bedeutet, dann ist die Hautinsel, wie wir das nennen, größer und natürlich dementsprechend auch die Narben sichtbarer. Trotzdem ist es so, was wir eingangs erwähnten, dass bei diesen Operationen unter einem Bikini fast nichts zu sehen ist. Also diese Narben werden alle so geführt und so angelegt, dass unter einem Bikini, unter einem BH diese Narben nicht sichtbar sind. Wie sieht das denn aus? Das ist ja schon eine große Operation mit Verlöten und so weiter. Habe ich da als ehemals schwerkranker oder vielleicht im Moment auch noch schwerkranker Mensch besondere Risiken? Nein, also nein, einfach nein. Einfach nein, das ist schön. Okay, in welchem Alter kann ich denn überhaupt noch einen Brustaufbau machen lassen? Geht das immer? Ja. Das geht immer. Es ist egal, also, ob ich 80 oder 20 bin. Das geht. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, denn es ist so heutzutage so, dass die Patienten ja auch immer biologisch immer jünger werden. Ja, das heißt, selbst Patienten, die früher noch vor ein paar Jahren noch sicherlich als ältere Patienten durchgehen, gelten heute als durchaus jüngere Patienten. Und man muss natürlich nicht jede Operation für jeden Patienten anwenden, aber man muss mit dem Patienten ganz offen sprechen, wo der Wunsch ist, wo er sich sieht, wie er sich persönlich erlebt und dementsprechend individuell mit ihm eine Rekonstruktion besprechen und dann auch durchführen. Und das ist sicherlich ohne Altersbegrenzung, ja. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt zum Beispiel eine Brustwarze entfernt wurde? Kann man das heute auch schon wieder rekonstruieren? Auch das geht. Das ist dann immer der letzte Schritt sozusagen, wo man dann auf der neuen Brust dann auch noch die Brustwarze rekonstruiert. Da gibt es also Möglichkeiten von als Silikon zum Aufkleben, das ist die einfachste Variante, die nichts mit Rekonstruktion, aber immerhin. Ja. Dann gibt es Tätowieren, man kann also den Warzenhof und eine Warze hin tätowieren, das ist dann keine, aber es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob. Oder wir können auch operativ eine Brustwarze und einen Warzenhof entsprechend auch aus eigenem Gewebe hin basteln wieder, was dann durchaus auch einer echten Brustwarze sehr, sehr nahe kommt. Natürlich nicht von der Funktion, das ist klar, die funktioniert natürlich nicht mehr. Mhm. Auch mit dem Gefühl ist es problematisch. Aber vom Aussehen und vom Anfassen her kann man das sehr gut nachahmen. Da gibt es Möglichkeiten. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt eine plastisch rekonstruierte, aus Eigengewebe rekonstruierte Brust bekomme mit Brustwarze, vom Empfinden ist es nicht mehr gleich wie mit der, ich sag mal, originären Brust? Oder kann man das heute annähernd erreichen? Nein. Leider nicht, nein. Also es bildet sich oft, wie wir das nennen, eine Schutzsensibilität raus. Das heißt, sie spüren einen Druck, sie spüren auch, wenn sie Glück haben, sowas wie Kälte und Wärme, aber sie haben sicherlich diese feinen Gespür, was sie auf der normalen Haut haben, das spüren sie leider nicht, nein. Eine normale Brustwarze, die ja auf sexuelle Erregung zum Beispiel oder auf Kälte und Wärme reagiert und sich aufstellt oder verhärtet, das macht eine rekonstruierte nicht, definitiv nicht. Okay. Was passiert denn, wenn
nach allem wunderbaren Brustaufbau eines Tages der Krebs wiederkommt? Dann gilt ganz klar, dass die onkologische Behandlung an erster Stelle steht. Das heißt, dann wird wieder, natürlich muss man sehen, was, wo er wiedergekommen ist, wie er wiedergekommen ist, und dann muss natürlich Behandlung. Das kann bis zum Verlust dieser wieder rekonstruierten Brust natürlich führen. Also da darf man auch keine Kompromisse eingehen. Da gilt die Heilung und das Leben der Patientin an oberster Stelle. Kann man das denn dann sozusagen wieder komplett zurückbauen, wenn das mal, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahre so als neuer Organismus gelebt hat? Nein, also wenn die Brust dann im Endeffekt wieder von Krebs befallen ist, dann kann man, dann ist dieses Gewebe verloren, was man transplantiert hat. Dann muss man das abnehmen, wie man die ursprüngliche Brust auch abgenommen hat. Wie oft kann man, ich sag mal, diesen Brustaufbau rein theoretisch betreiben? Also theoretisch geht das. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wo wir heutzutage Gewebe wegnehmen können, rein theoretisch. Und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, wo man Blutgefäße anschließen kann. Und theoretisch kann man sich ausdenken, wenn man einmal die Brust, keine Ahnung, aus dem Bauch zum Beispiel rekonstruiert hat, und das würde nach ein paar Jahren irgendein Tumor dort wieder wachsen, den man dann wieder heilen kann, und im Rahmen dessen musste das entfernt werden. Rein theoretisch könnte man dann aus dem Gesäß zum Beispiel nochmal so eine Aktion starten und nochmal eine Rekonstruktion anstreben. Ob man das macht oder nach meinem Kenntnisstand kommt sowas extremst selten vor. Also ich persönlich habe es noch nie erlebt, aber rein theoretisch könnte man sich das ausdenken. Ja. Also es wäre möglich, ob man es dann nochmal über sich ergehen lässt, ist die andere, Frage. Ja. Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, finde ich, ist nochmal die Aussage, es wird ja immer gesagt, was ja auch stimmt, zum Beispiel Implantate beeinträchtigen die Tumornachsorge. Ein Implantat aus Silikon ist nicht röntgendurchlässig, das heißt, in der Mammographie zum Beispiel gibt es einen Schatten durch das Implantat, wo also die Tumornachsorge je nachdem beeinträchtigt sein kann. Das hat man bei dem eigenen Gewebe nicht. Also das Eigengewebe beeinträchtigt nicht die Tumornachsorge. Man kann alle Untersuchungsmethoden, sowohl Mammographie als auch Kernspinnen, als auch Ultraschall, als auch Abtasten gehen, so wie bei einer normalen Brust in Anführungszeichen. Und wenn irgendwo ein Tumor auftritt, kann man auch den, ein Rezidiv, ja, also Auftritt, kann man das trotz eigenem Gewebe ganz normal nachoperieren, wegoperieren. Im Zweifelsfall muss man natürlich selbstverständlich dann das rekonstruierte Gewebe mit entfernen. Das ist dann Pech. Aber was die Tumorbehandlung angeht, hat man keine Einschränkungen dadurch. Eigentlich plädieren Sie für die, wenn es irgendwie geht, für das Eigengewebe, für die Eigengewebsrekonstruktion. Absolut. Also gerade weil das auch eine Sache, eine Operationstechnik ist, die viele, viele Vorteile für die Patienten bringt, die im Endeffekt, was ich erwähnte, vom Körpergefühl her wieder was Eigenes schafft und wo man sich wieder mit sich selbst auch als Identität sieht. Also gerade wenn man auch Patientinnen betreut hat, die das machen haben lassen, da hat sich in den letzten Jahren ja schon eine Menge getan. Also auch die Patientin, wo früher oft auch gesagt wurde, muss das denn sein oder ist das denn nötig, habe ich eigentlich durch die Bank hindurch erfahren, dass das eigentlich sehr gut angenommen wird und dass auch das Selbstwertgefühl als Frau damit deutlich steigt. Und wenn Sie natürlich damit eine Operationstechnik verbinden, die für die Patientin schonend ist und gleichzeitig ein ästhetisch anspruchsvolles Ergebnis bringt, ist das natürlich eine schöne Sache auch für den Chirurgen. Aber es ist letztlich so, zahlt das eigentlich auch diese Eigengewebe-Rekonstruktion, zahlt das die Krankenkasse oder ist das jetzt so speziell, dass Sie sagen, ja, Privatpatienten ja, Krankenkasse, gesetzliche nein? So ein Glück ist es einfach, ein Glück noch nicht, also die Kasse zahlt das komplett. Die Kasse zahlt es komplett. Ja, das heißt, das ist, geht sicherlich auch mit einer eingehenden Beratung einher und wie gesagt, was ich vorher sagte, in diesem Tumorboard, wo man sich trifft, wird alles von der Behandlung bis zur Rekonstruktion besprochen und das wird komplett von der Kasse bezahlt. Aber das Problem ist, wenn ich es richtig verstanden habe, kann es noch nicht überall gemacht werden. Also man kann nicht in jede Klinik gehen und sagen, hallo, ich möchte aber lieber mein Eigengewebe dafür benutzen. Das geht noch nicht. Ist das eine so hohe Technik, dass man dafür wirklich, wie bei uns im Brustgesundheitszentrum in Hamburg, wirklich eine Spezialabteilung braucht? Oder woran liegt das?
Es ist eine gewisse Expertise, nämlich dieses mikrochirurgische Hantieren gebunden. Also diese Gewebeübertragung von einer Stelle des Körpers zur anderen, die machen wir ja, ich sag mal, jeden Tag fast, also nicht jeden Tag, aber mehrfach, nicht nur für die Brust, sondern wir transportieren ja auch Gewebe von einer Stelle des Körpers an eine andere, um nach einem Unfall freiliegende Knochen zum Beispiel zu decken und damit ein Bein zu erhalten und solche Sachen, wo immer dann auch diese mikrochirurgische Technik, nämlich das Aneinandernähen von Blutgefäßen unter dem Mikroskop unter feinsten Bedingungen. Und das ist letztlich das Ausschlaggebende. Und diese Technik, das hat sich in den letzten Jahren so etabliert, ist im Wesentlichen bei den plastischen Chirurgen angesiedelt und weiterentwickelt worden. Und entsprechend sind auch diese aufwendigen Rekonstruktionsverfahren für die Brust, die mit dieser mikrochirurgischen Technik dann einhergehen, in den Händen der plastischen Chirurgen angesiedelt, wobei wir ja auch Kooperationen haben, dass wir nicht nur jetzt bei uns in der Klinik diese Operationen machen, sondern auch gegebenenfalls in anderen Kliniken hinfahren und dort mitoperieren und dort kooperieren im Rahmen von Brustzentren und so weiter. Also diese Möglichkeiten, die gibt es zunehmend und man kann den Frauen wirklich nur empfehlen, sich zu informieren und diese Methoden nachzufragen und ich sag mal, ein guter und vernünftiger Frauenarzt, der die Frau entsprechend bezüglich des Brustkrebses behandelt, muss ihr dann auch die Möglichkeiten geben und sagen, wo sie hingehen kann, um sich da vernünftig in dieser Richtung beraten zu lassen und gegebenenfalls auch operieren zu lassen. Gibt es noch einen Tipp, den Sie sozusagen Frauen, die sich mit diesem Gedanken tragen, auf den Weg geben, bevor sie sozusagen zu Ihnen kommen? Irgendetwas, was Sie in der Vorbereitung schon für sich selber feststellen, festlegen können? Ja, dass es eigentlich eine Krankheit ist, die man behandeln kann, die man erfolgreich behandeln kann und dass man auch das Lebensgefühl, was viele Patientinnen damit verbinden, dass es halt reduziert wird oder auch sehr eingeschränkt ist, dass man das eigentlich ihnen heutzutage in der plastischen Chirurgie sehr helfen kann. Dass das möglichst gering ausfällt und dass sie als von ihrem Selbstwertgefühl, als Selbstbild, als Frau eigentlich, dass man das auch mit einer Brustrekonstruktion wieder deutlich aufwerten kann. Also den Kopf nicht hängen zu lassen. Kopf nicht hängen zu lassen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr informative und sehr spannende Gespräch. Dr. Klaus Müller, plastischer Chirurg und Chefarzt am Standort Wandsbek. Dr. Jörg Elsner, ebenfalls plastischer Chirurg und Chefarzt am Standort St. Georg. Das war unser Thema Brustaufbau nach Krebs und den plastischen operativen Möglichkeiten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie jetzt noch weiteren Informationsbedarf haben, weitere Sendungen hören möchten oder auch weitere Informationen haben möchten, klicken Sie einfach auf unsere Internetseite unter www.brustgesundheitszentrum.de oder rufen Sie uns an. Die Telefonnummer finden Sie ebenfalls dort. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, wünsche Ihnen alles nur erdenklich Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.